Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Es tut mir jetzt echt leid. Es ist jetzt nicht leid. Oh Mann. So, aber jetzt. So, liebe Susanne von der Nachricht, von der ARD, ich mag dich ja, deswegen gehen liebe Grüße raus an dich. Dir braucht auch nichts leid zu tun, dass du da lachen musst. Ich finde, es ist ja auch einfach zum Lachen. Man darf ja auch nicht mehr Vollidiot sagen. Es wäre sowieso wahrscheinlich viel einfacher zu sagen, wer kein Vollidiot ist bei der Grünen. Aber extrem lustig finde ich schon. Deswegen verstehe ich auch, dass du lachen musst. Hab da vollstes Verständnis dafür. Was für Vollidioten auf die glorreiche Idee kommen, den Habeck ernsthaft als Nobelpreisträger für Wirtschaft zu sehen oder den Preis zu verleihen. Das ist unglaublich. Da kann ich ja bloß noch zum Robert sagen, bitte verwechselt es nicht mit Kneipen. Also unsere Wirtschaft, die du eigentlich vertreten sollst, hat nichts mit Eckkneipen oder Restaurants zu tun. Und ganz peinlich fand ich es ja, als der Student, der noch nicht einmal zur Hälfte mit dem Studium fertig war oder angefangen hat, wie auch immer, Habeck erklären muss, wie sein Job funktioniert. Ist einfach nur mega peinlich. Deswegen, liebe Susanne, dir braucht überhaupt gar nichts peinlich sein. Ich finde sogar eine Zumutung, dass du solche Sachen vorlesen musst oder sollst, die einem einfach nur zum Lachen bringen könne. Also von daher habe ich vollstes Verständnis. Und ich hoffe, dass du deswegen auch keinen Ärger kriegst mit der ARD, weil wir wissen ja alle mittlerweile, dass man seine Meinung oder seine persönliche Einstellung zu irgendwas nicht mehr so ganz frei äußern darf. Deswegen, der Erklärbär wünscht euch einen schönen Tag.